PyTorch ist das KI-Framework fürs Training neuronaler Netze. Die Installation mit allen Beschleunigern kann aber nerven. Ich gebe euch heute ein paar entscheidende Tipps, mit denen ihr schneller mit dem Rechnen loslegen könnt. CT-Uplink. Während Google DeepMind sich nicht zwischen den beiden Eigenentwicklungen TensorFlow und JAX entscheiden kann, benutzt der Rest der Welt für KI-Experimente PyTorch. Und ihr solltet das auch, außer ihr habt gute Gründe dagegen. PyTorch hat einfach das meiste Tooling, um Datensätze zu laden und andere Bibliotheken anzubinden. Frameworks wie PyTorch braucht ihr, um neuronale Netze anzuwenden, für die ihr im Netz die Struktur und die Parameter heruntergeladen habt, beispielsweise Sprachmodelle von Hugging Face. Anwenden ohne Trainieren nennt man Inferencing. Außerdem braucht ihr PyTorch und Co., um selbst Modelle zu trainieren. PyTorch kann CUDA benutzen und so die Modelle schneller auf NVIDIA-Grafikkarten berechnen. Es funktioniert aber auch auf der CPU alleine, falls keine GPU vorhanden ist, und nutzt dann dort die Vektoreinheiten, die moderne CPUs immer integriert haben. Ihr installiert PyTorch eigentlich nie alleine, sondern immer den ganzen Stack, vom Grafiktreiber bis zum Framework. Grundsätzlich funktioniert das unter Windows, macOS und Linux gleich. Zuerst braucht ihr einen aktuellen NVIDIA-Treiber. Danach installiert ihr das CUDA-Framework und die Bibliothek QDNN, die neuronale Netze nochmal besser beschleunigt. Dann braucht ihr Python, was unter Linux schon vorinstalliert ist. Zuletzt kommt dann PyTorch, was ihr in eine virtuelle Python-Umgebung installieren könnt, wenn ihr Angst habt, dass es sich mit der Python-Umgebung des Systems beißen könnte. Eigentlich ist das meistens eine gute Idee, weil das von vornherein Probleme ausschließt, falls mehrere Versionen parallel installiert sind. Apropos Probleme. Ich hatte schon eine Menge ganz unterschiedliche Fuck-Ups beim Installieren von PyTorch. Und die auch auf ganz unterschiedlichen Systemen. Die ganze Software ist hart optimiert, um die beste Performance rauszuholen. Der Preis dafür scheint zu sein, dass man ständig irgendwo eine leicht falsche Version hat und einem der Kram mit kryptischen Fehlermeldungen um die Ohren fliegt. Trotz jahrelanger Erfahrung habe ich noch keinen Weg gefunden, der immer funktioniert. Aber ich zeige euch jetzt eine Reihenfolge, mit der ihr 80% der Probleme umschifft. Sorry für die letzten 20%. Die Webseite pytorch.org hat ein Menü, in dem ihr auswählen könnt, welches Betriebssystem und welche Python-Umgebung ihr habt. Ich klicke das mal an für meinen Arbeitsrechner. Ich habe Ubuntu 23.4, also Linux. Ich mag pipenv lieber als Anaconda, also wähle ich pip aus. Die Programmiersprache ist Python und ich habe CUDA 11.8. Welche CUDA-Version ihr installiert habt, findet ihr übrigens heraus, indem ihr nvcc-version in einer Konsole eingibt. NVCC ist der CUDA-Compiler. Nachdem ich alles ausgewählt habe, steht unter dem Menü der Befehl, den ich in der Konsole eingeben muss, um PyTorch zu installieren. Ziemlich praktisch, oder? Je nachdem, welche Linux-Distribution ihr habt, ist eine andere Python-Version installiert und es gibt nicht immer die aktuellste CUDA-Version in den Paketquellen. Ich schlage folgende Reihenfolge vor. Zuerst findet ihr raus, welche Python- und welche CUDA-Version ihr schon installiert habt. Unter Windows habt ihr wahrscheinlich beides noch nicht. Das ist auch ein Ergebnis der Recherche. Danach geht ihr auf pytorch.org und schaut, welche Versionen dort zum Download angeboten werden. Oft unterstützt das neueste PyTorch noch nicht die neueste CUDA- oder die neueste Python-Version. In dem Fall könnt ihr euch Stress ersparen, indem ihr die jeweils neuesten Versionen installiert, die in dem Auswahlmenü der PyTorch-Webseite auftauchen. Jetzt wisst ihr, welche Versionen ihr habt und installiert zuerst den NVIDIA-Treiber, dann CUDA, danach QDNN. Unter Linux geht das alles mit der Paketverwaltung. Auf dem Mac und unter Windows haltet ihr euch an die Anleitung auf der NVIDIA-Webseite. Mit AMD-Karten arbeitet PyTorch auch zusammen. Das Framework heißt dann nicht CUDA, sondern ROCm. NVIDIA-Karten sind meist etwas schneller, aber wenn ihr eine AMD-Karte zum Zocken habt, lohnt es sich vermutlich, ROCm mal auszuprobieren. Falls ihr gar keine GPU habt, könnt ihr eure Netze nicht ganz so schnell trainieren. Dafür ist die Installation aber viel einfacher, weil ihr alle Schritte bis hierhin einfach weglassen könnt. Falls ihr noch kein Python habt, installiert ihr jetzt Python. Ich nehme meist das offizielle C-Python von python.org. Anaconda funktioniert aber auch hervorragend für KI-Projekte.
Anaconda bringt unter Windows eine grafische Oberfläche mit der ihr virtuelle Umgebungen verwalten könnt. Wenn ihr euch mit der Konsole nicht anfreunden könnt, könnte das einen Blick wert sein. Als nächstes erstellt ihr eine virtuelle Umgebung und installiert PyTorch. Bei meinem Ubuntu geht das beispielsweise mit einem Befehl. Pip 3 install torch, torch vision, torch audio, --index.url, https, download pytorch.org, vhlcu118. Ich bevorzuge pipenv und da kann man das PyTorch Repository im pip-File angeben. Praktischerweise ist das genau das Beispiel in der Doku von pipenv, nur mit einer alten PyTorch-Version. Torch ist das Framework selbst, Torch Vision und Torch Audio sind Erweiterungen, um besser mit Bild- und Audiodaten arbeiten zu können. Installiert das im Zweifel mit. Wenn euer Projekt sie nicht braucht, verschwenden sie nur ein bisschen Plattenplatz. Um zu testen, ob die Installation funktioniert hat, öffnet ihr einfach eure IDE. Ich nehme da mal PyCharm und schreibt ein dreizeiliges Python-Programm, das einen zufälligen Tensor erzeugt und anzeigt. Import torch, x gleich torch.rand, sagen wir 5,3, print x. Wenn ihr das ausführt und es einen Tensor ausgibt, hat alles geklappt. Falls eine Fehlermeldung kommt, kopiert die einfach mal in den Suchschlitz von Google. Auf Stack Overflow hatte wahrscheinlich vorher schon mal jemand das gleiche Problem. Jetzt habt ihr PyTorch und könnt mit euren eigenen neuronalen Netzen loslegen. In der Doku gibt es einige gute Beispiele, auch mit Erklärungen dabei. Das Hallo Welt der KI ist der MNIST-Datensatz mit 60.000 Bildchen von handgeschriebenen Ziffern. Wenn ihr noch gar keine Erfahrung habt, würde ich euch empfehlen, mit dem einmal ein Netz zu trainieren. Ich arbeite schon an einem Video dazu. Ihr könnt den Kanal abonnieren, um das nicht zu verpassen. Oder ihr überwacht die KI Basics Playlist. Oder ihr liked und hofft auf den Algorithmus. Macht irgendwas davon. Danach könnt ihr nach einem Beispiel suchen, was dem Netz, das ihr eigentlich trainieren wollt, schon nahe kommt. Und das könnt ihr dann so erweitern, dass ihr am Ende eure Ideen ausprobieren könnt. Es ist eigentlich normal für KI-Probleme, dass man Dutzende bis Hunderte Experimente laufen lassen muss, bis alles richtig funktioniert. Aber genau diese Experimente sind ja auch der Spaß an der ganzen Sache. Ich wünsche euch fröhliches Experimentieren.